Ich glaube schon, dass es eine Form der politischen Verantwortung gibt. Die sehe ich aber jetzt gar nicht vorrangig im logistischen Bereich. Da bin ich auch der Meinung, dass man zuerst einmal abwarten muss, ob es wirklich zu strafwürdigen Handlungen kam. Und da wird die Staatsanwaltschaft und letztlich zum Glück ein Gericht das aufarbeiten. Ich denke, das wird uns wahrscheinlich die nächsten 10 Jahre beschäftigen. Aber ich glaube, es gibt politische Verantwortung und die sehe ich dort, wo Sie beschrieben haben, wo die High Society eben das Schaulaufen beginnt beim Herrn Benkö und seinem Törgelen. Und wirklich, muss man ehrlich sagen, vom Bundespräsidenten abwärts, alle kommen. Und das suggeriert aber auch natürlich, das ist nicht verboten. Es ist nicht verboten, aber ich finde es unschicklich, dass das Staatsoberhaupt bei irgendeinem Investmentbanker, Immobilienmakler, keine Ahnung, was er letztlich war, auftritt und so tut, als ob das Ganze von Haus aus seriös wäre. Das gibt natürlich eine gewisse Aura, das gibt eine gewisse Stimmung, das gibt ein gewisses Bild ab, das der Herr Benkö bewusst auch erzeugen wollte. Ich meine, wie Sie richtig sagen, der kleine Maxi hat gar nicht so oft Unrecht. Es ist meistens viel banaler, als man denkt. Das ist ein klassisches Muster, das schon 1000 Mal in der Menschheitsgeschichte wahrscheinlich noch viel öfter abgelaufen ist. Man versucht mit einem seriösen Umfeld eine Seriosität zu zeichnen, die man in Wahrheit nicht hat. Aber bleiben wir mal kurz bei den wirklich juristischen oder legistischen Problemen. Eins der Dinge, über die man jetzt diskutiert, ist ja, dass so viele Banken und auch Investoren so bereitwillig relativ viel Geld investiert haben, ohne dass zum Beispiel dann die Signa Bilanzen vorlegen musste oder jedenfalls in einem Ausmaß, das sonst nur für viel kleinere Unternehmen vorgesehen ist. Versteht man dann natürlich, dass Leute sagen, jeder kleine Unternehmer, jeder Gewerbebetrieb wird von Banken und Finanzen irgendwie total unter die Lupe genommen, aber die Großen können sich's wieder richten. Ja, das ist das Grundproblem von Komplexität. Dass überall dort, wo wirklich ein Komplexitätslevel überschritten wird, wo einfach, wo halt gerade Behörden nicht mehr drüber kommen, mangels Ressourcen, mangels Möglichkeiten, dort gibt es auch keine mehr, der hinschaut. Die FMA, kann man dann auf deiner Seite auch wieder die FMA macht, die FMA ist zum Beispiel sehr hart bei der Clean Desk Policy. Also wer als Vorstand seinen Schreibtisch schon zusammengehört hat, kriegt er Straf, ganz klar. Weil das kann man erkennen. Aber in solchen komplexen Strukturen sind einfach die österreichischen Behörden zu wenig gut ausgestattet. Das ist das eine. Und das andere, was ich auch sagen muss, geht es gar nicht nur um Unternehmen, es geht auch darum, Kreditvergaben, weil Sie die Banken angesprochen haben. Ich muss heute als einfacher Familienvater, Häuselbauer, der so gerne zitiert wird, mit der neuen KIM-Regel, ich weiß nicht, was ich alles machen muss, damit ich irgendeinen Kredit kriege, der dann nur mehr so gering ist, dass man es quasi fast auch schon selber irgendwie zahlen kann. Da aber ist man großzügig. Da aber fällt man in Wahrheit, ich nenne es dann mal so, auch wenn es noch nicht belegt ist, aber in einer Form von Hochstapelei fällt man da an. Dafür gibt es aber auch das Gegenbild, Frau Paganini, weil wenn man sagt, vorher war er als Liebkind der Politik und der High Society und hinterher, wenn dann so jemand ins Straucheln gerät oder sein Unternehmen in Probleme gerät, dann kommt die große Häme. Martina Salomon, die Kurier-Chefredakteurin, hat das auch vor einigen Tagen irgendwie sagen, angemahnt, dass das irgendwie seltsam wäre. Ist es tatsächlich so, dass man einerseits nicht hinschaut und bereitwillig am Boulevard und sonst überall feiert, die großen Unternehmer, aber wenn es dann ein Problem gibt, dann ist man in der gleichen Weise hämisch und ist das dann auch eigentlich überzogen? Ich denke, das hat zum einen mit der Psychodynamik von Menschen zu tun und zum anderen auch mit dem Funktionieren von unserem Mediensystem. Also auf der einen Seite sind wir geneigt, uns Vorbilder zu suchen und sind auch bereit, Menschen irgendwo auf einem Podest zu heben. Das bietet dann ganz viel Identifikationspotenzial. Auf der anderen Seite ist da ja auch irgendwo die Frustration, warum bin ich nicht so erfolgreich, warum bin eben ich nur der kleine Maxi, und insofern ist es auch verständlich, dass dann irgendwo die negativen Emotionen, wenn solche Personen dann vom Thron stürzen, auch sehr schnell da sind. Und jetzt auf die Medien übertragen noch einmal, haben wir einfach diese Dynamik von Masternarrativen. Das sind praktisch Erzählungen, die dominieren und die aus welchen Gründen auch immer beginnen zu dominieren. Aber wenn sie das mal tun, dann sind die sehr robust und dann wird im Grunde alles, was sich ereignet, wieder in dieses Narrativ hinein interpretiert. Und es kann dann aber kippen. Und was anderes fällt weg, weil eins der Mittel des René Benko irgendwie auch vor allem am Boulevard, würde ich sagen, so diesen Nimbus zu erreichen, war ja nicht zuletzt, dass er sich mit ehemaligen Politikern, prominenten Personen umgeben hat, also Susanne Ries, Alfred Gusenbauer, Sebastian Kurz. Und dann, sagen Sie, Masternarrativ, das dominiert dann auch die Medien, auch die seriösen Medien. Heißt das, dass die dann, weil dieses Narrativ dominiert, ihre andere Aufgabe, nämlich das kritisch zu begleiten, vernachlässigen? Ja, vernachlässigen ist jetzt natürlich eine Wertung, nicht? Ich denke einfach, dass es ganz schwierig ist, gegen Masternarrative anzuschreiben oder überhaupt
eine Berichterstattung gegen Masternarrative zu machen, weil es eine ganz eigenartige Dynamik ist, die da entsteht, die tatsächlich sowohl bei den Journalisten und Journalistinnen als auch beim Publikum den Eindruck erweckt, als ob das wirklich das einzig relevante Thema sei. Also das macht ja auch in der Regel niemand bewusst. Sondern das ist eine Akzentsetzung, so, die in dem Moment total sinnvoll erscheint. Es gibt in Russland das alte Sprichwort, am Abend ist der Russe besonders weise und hinterher wissen wir es dann alle besser. Herr Nowak, auch in Ihrer ehemaligen Zeitung der Presse, hat Andrea Schurian jetzt in einer Kolumne beklagt, dass die Medien versagt hätten in der Causa Benko. Gibt es einen Grund dafür? Sehen Sie das auch so? Sehen Sie ähnliche Gründe wie Frau Paganini? Ist einfach sowas wie Masternarrative, denen sich niemand entziehen kann? Oder gibt es da noch andere? Also, erstens bin ich kein Russe, zweitens schätze ich Andrea Schurian sehr und drittens möchte ich schon darauf hinweisen, also René Benko war jetzt nie gerade der Held der Qualitätszeitungen. Also, dass der da irgendwie groß gefeiert wurde, die Leitartikel, wo er irgendwie als Lichtfigur dargestellt worden ist, waren, es gab schon kritische Töne. Aber die große kritische Begleitung gab es jetzt auch nicht. Das stimmt schon. Wobei man sagen muss, solange wovon reden wir eigentlich? Eigentlich reden wir von einem sehr, sehr großen Spekulationsthema. Quasi zu hoffen, dass die Zinsen immer ganz, ganz gering bleiben und quasi mit neuen Projekten immer wieder weiter finanziert wird und alles auf Schulden. So, wenn die Zinsen die nächsten 20 Jahre auf 0% geblieben, hätten sich alle gefreut und alle noch weiter verdient, nämlich die Investoren und die Banken. Aber es war logischerweise in einem Zyklus, dass das irgendwann einmal zurückfällt, ist auch relativ, also gut, da man muss wird, kein Russe sein und nicht am Abend sein. Da wird es dann aber betriebswirtschaftlich interessant, weil das, wenn man mit Zinspolitik spekuliert, im Immobilieninvestment, dann ist es klar, dass dann, wenn die Zinsen niedrig sind und die Immobilienpreise steigen, dann gibt es so Bilanzgewinne. Das ist ja, das bleibt ja resilient, solange man es drin lässt. Das Problem entsteht ja erst, wenn man die Bilanzgewinne rauszieht und dann sagen, nicht mehr die Kraft hat, wenn die Zinsen wieder runtergehen, genau, das auszuhalten und dann Kraft. Das scheint ja das, was wieder raufgeht. Lass, was jetzt passiert. Ganz das genau, ist ja dann schon einmal was anderes, als der kleine Häuselbauer macht. Nein, aber das war ja die Stimmung damals in diesem, also diese komische Stimmung war ja so, auch deswegen gibt es ja so viele arme Österreicher zurzeit, und das meine ich bewusst arme Österreicher, die mit variablen Krediten übrig geblieben sind, weil das einfach in der Zeit lang alle behauptet haben. Also, und das ist vielleicht ist das größte Versagen von Medien, dass man bei bestimmten Dingen nicht sagt, Moment mal, das kann nicht so weitergehen. Und das war ja bitte nicht zum ersten Mal. Es hat ja auch vorher geheißen, es geht die Hochkonjunktur immer so weiter. Ja, also es gab ja immer so Phasen in der Wirtschaftsgeschichte der letzten 10, 20 Jahre, wo man so getan hat, also wer hätte sich so eine Inflation vorstellen können, bis auf die großen Kassandras. Wer hätte sich solche Dinge vorstellen können, die jetzt passiert sind? Das meine ich damit. Also wir sind quasi immer ein bisschen zu gutgläubig der aktuellen Zeit. Dann gibt es aber schon natürlich in der ganzen Frage Medien und René Benko in Österreich noch ein Spezialaspekt, nämlich dass die Signa-Gruppe über den Anteil an den Auslandsaktivitäten der Funke-Gruppe an zwei der bestimmenden Zeitungen in Österreich beteiligt ist, nämlich am Kurier und an der Kronenzeitung. Und es fällt natürlich schon auf, oder vielen fällt auf, dass jetzt zum Beispiel in der Kronenzeitung, für die Sie ab dem neuen Jahr arbeiten werden, die Berichterstattung über René Benko besonders, wie soll man sagen, herausgehoben ist und besonders kritisch ist, was sie vielleicht auch nicht immer war. Gibt es da einen Zusammenhang? Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, in der Krone jemals einen Artikel gelesen haben, der besonders unkritisch Herrn Benko gegenüber gewesen wäre, sondern die Krone hat immer eine kritische Haltung. Dass es daneben zu Recht einen Eigentümer gibt, der sich gegen eine feindliche Übernahme wehrt, ist, glaube ich, für jedermann nachvollziehbar und eigentlich ganz logisch. Aber also wenn Sie so wollen, kann man es ja relativ einfach machen. Aber ist es logisch, dass Sie journalistisch gegen einen Mitarbeiter? Wenn Sie sagen, die Qualitätszeitungen waren zu wenig kritisch, dann könnte man sagen, ja, Sie haben recht, vielleicht ist die wahre Qualitätszeitung einfach die Krone, weil die war immer kritisch gegenüber Herrn Benko. Also ist es relativ simpel. Und jetzt ganz offen, was stimmt denn nicht jetzt? Also das ist ja die Berichterstattung von Rainer Fleckl, der mal für Sie gearbeitet hat und der ja auch für News arbeitet und dort auch große Strecken gemacht hat. Zum Beispiel über die Honorare von Herrn Dr. Gusenbauer. Also das ist ja quasi alles wahr. Ja, und jetzt und dann sagen viele, ja, und das ist ein Zufall, dass er genau jetzt bei der Corona-Zeitung bin. Ich weiß nicht, wie Sie das einschätzen, Herr Böchinger. Ja, grundsätzlich glaube ich mir zum einen, dass es wahrscheinlich mehr Journalisten gegeben hat, die das Törgelein vom Herrn Benko besucht haben, als kritische Schlagzeilen bezüglich seiner Firma und seiner Spekulation, die er letztlich wirklich betrieben hat. Zum anderen glaube ich auch, dass es, wenn es jemand war,
der kritisch hinterfragt hat, hinterfragt, der kritisch geschrieben hat, war es die Kronenzeitung. Aber wir wissen eben alle, dass das ausschließlich einen Widerstreit zwischen Eigentümerinteressen eben ausgelöst hat, dass man hier kritisch war. Und da muss ich schon ganz ehrlich sagen, das ist der nächste Schritt, wo ich denke, wo Journalismus aufpassen muss. Also wenn Eigentümer-Auseinandersetzungen letztlich im Blatt oder in der Redaktion oder in Redaktionsteilen thematisiert werden und ausgetragen werden, dann tut sich der Journalismus zum zweiten Mal nach dem Wegschauen von mir aus beim Fall Siegner wiederum nichts Gutes. Ich glaube, dass man sehr genau aufpassen muss. Ich würde nur ein bisschen aufpassen. Also kampanisieren ist nicht gut in dem Fall. Ich glaube, es wäre schlecht, nicht abzuwarten. Sie sind ein guter Politikberater, weil Sie beherrschen den Populismus, glaube ich, im kleinen Finger. Nein, ich bin einfach wahrscheinlich einer der wenigen liberalen Menschen, die Sie kennen. Genau, ja. Ich kenne ein paar. Einer sitzt hier. Egal, ich habe jetzt nicht Sie gemeint. Egal, jedenfalls, was ich sagen wollte, bitte übertreiben wir mit dem Dörgele nicht. Also wir beide sind aus Tirol, Sie echt, ich nur halb. Ich meine, beim Dörgele gab es Speck und Rotwein. Also Sie waren auch dort, oder wie? Ja, ich war auch da mal dort. Ich bin irgendwann einmal von der Einladungsliste gefallen, weiß nicht wieso. Aber ich glaube, viel interessanter wäre gewesen. Welches ruchbar? Die wollen das jetzt sogar ohne Wechsel. Viel interessanter, so lange, glaube ich, ist das noch nicht ruchbar. Interessanter wäre für mich viel eher, was war auf diesen großen Partys. Ja? Also diese Partys in den Villen, von denen ich gelesen habe, in der Kronenzeitung, die da gewesen sind bei irgendwelchen dubiosen Dingen. Da würde ich mich Details erinnern, habe ich leider keine Ahnung. Aber ist es drüber sagen. Das Dörgele ist ein bisschen aber von dem polemischen Teil, den man immer machen kann, abgesehen von Paganini, möchte ich noch mal so quasi auf einen, wenn man es nicht unbedingt akademisch, aber auf einen medienethischen Punkt zurückkommen. Das ist halt so, Auseinandersetzungen zwischen unterschiedlichen Eigentümern. Die Frage, die sich dann irgendwie abstrakt daran anschließt, ist, wie transparent müssen dann Medien in so einem Fall damit umgehen, wie die Eigentümerstrukturen sind. Es war ja ein Vorwurf auch in der Martina Salomon nach diesem Kommentar, dass man das dann irgendwie schreibt, man soll nicht so hämisch sein. Aber anmahnt, dass sowohl in der Kronenzeitung als auch im Kurier, bei der Berichterstattung, auch bei der sehr kritischen Berichterstattung über die Siegner und René Benko, diese Eigentümerverhältnisse, die es da gibt, zu wenig deutlich gemacht werden. Ist das ein Punkt? Ja, das würde ich schon sagen. Also grundsätzlich alle Informationen, die in einer Demokratie relevant sind für das Publikum, um Sachverhalte richtig einzuordnen, die gehören auch transparent gemacht. Und in dem Fall würde ich schon meinen, dass es relevante Sachverhalte sind. Mir scheint aber auch ganz wichtig, dass man die Verantwortung dann nicht zu sehr auf den einzelnen Journalisten lenkt, sondern dass man sich einfach anschaut, was auch für Mediensysteme im Hintergrund stehen und wie unser Mediensystem insgesamt funktioniert. Also müssten es dann andere transparent machen? Das Verlangen ist immer, dass die Leute aus den Unternehmen, um die es geht, die diese Miteigentümer haben, dass die das transparent machen, weil die anderen machen es dann eh gern. Ne? Ja, aber ich muss auch Unternehmenskultur haben, wo ich dem einzelnen Journalisten das Gefühl gebe, dass es eben willkommen ist, wenn bestimmte journalistische Standards eingehalten sind und daraus jedenfalls kein Nachteil entsteht, weil es ist natürlich auch ein kompetitiver Markt und wir haben ganz viele junge Leute, die zunächst einmal auf Stundenbasis eingestellt werden und für diese total schwierig, journalistische Standards zu erfüllen, wenn in ihrem Medienhaus das entsprechend nicht gefördert wird. Aber das ist in der Corona-Zeitung der Fall, sagen Sie, oder? Was meinen Sie? Diese Ermutigung, diese Transparenz zu haben und irgendwie nicht auf Eigentümerverhältnisse Rücksicht nehmen. Sie meinen, die Krone wäre jetzt besonders glaubwürdig, wenn ein Bericht stehen würde, so toll ist René Benko und er hat ein Gehrecht gehabt. Wäre ein bisschen komisch, weil ich glaube, der journalistische Standard wird jetzt, glaube ich, nicht hergeben, oder? War ja eher die transparent zu machen, dass es diese Eigentümerverflechtung gibt. Ja, aber über diese Eigentümerverflechtungen berichten alle Medien, Land auf, Land ab, seit ungefähr 5 Jahren, seit wann es das gibt. Also gewisse Dinge liegen ja am Tisch. Ja. Also, oder glauben Sie, dass man bei jedem untersteht, da steht dann der Zeitungstitel und dieser Titel gehört diesem und jedem Konzern, weil der hat wieder die und die anderen Firmen etc. Oder gehört Servus TV gehört Dietrich Mateschitz, jetzt nicht mehr, aber also seinem Sohn und der steht für, also ich finde es ein bisschen, ja, weiß man ja eh. Man weiß, wo Servus TV steht, man weiß, wo die Krone steht. Also, aber bleiben wir kurz bei dem Mediensystem. Ich glaube, alle versuchen, unabhängigen Journalismus zu betreiben. Angesprochen hat, weil das könnte ja noch einmal komplex werden, weil mit der Insolvenz der Siegner Gruppe könnte es ja gut sein, dass auch die Anteile
an Kurier und Krone über die Funke Auslandsbeteiligung irgendwie neu auf den Markt kommen. Da könnte es zum Beispiel sein, dass Raiffeisen, die jetzt am Kurier die Mehrheit hat, dann und auch Außenstände bei der Signa möglicherweise auch an der Kronenzeitung die Anteile übernimmt, die bis jetzt Benko hatte. Das ist nicht so unwahrscheinlich, wenn es dort irgendwie Außenstände gibt. Wäre das dann problematisch? Sehen Sie eine zu enge Verflechtung? Ich glaube, Österreichs Medienpolitik wäre wahrscheinlich noch einmal eine eigene Diskussion. Mir ist auch nur wichtig, hier noch einmal eine Geschichte zu betonen. Jetzt kann man darüber diskutieren, was haben vielleicht Medien falsch gemacht, was ist bei diversen Festen und Feierlichkeiten passiert. Aber mir ist schon noch wichtig, noch einmal auch die politische Ebene hier aufs Tapet zu bringen, weil es ist kein Naturgesetz, dass quasi Leute Firmen übernehmen können, sie dann aufdröseln können, sich die Filetstücke einverleiben und den Rest in Insolvenz schicken. Es ist kein Naturgesetz, dass man die Bilanzen, die wir auch schon angesprochen haben, dass man die quasi gegen Strafzahlungen nicht veröffentlichen muss, sondern das sind in Wahrheit politische Umstände. Und ich bin nicht unbedingt dafür zu haben, sich da jetzt in einem Einzelfall René Benko abzuarbeiten, weil man schon sieht, dass der Fall Benko eigentlich ein Systemversagen offenlegt. Und wir haben über die Spekulation gesprochen, die damit auch einhergeht. Und ich glaube, für die Seriosität, dass man sagt, okay, das, was da passiert ist, dass Leute in Insolvenz geschickt werden und sich einzelne Leute Sachen einnahmen, das sollte nicht mehr vorkommen. Wir dürfen auch nicht außer Acht lassen, dass wir jetzt nicht glauben brauchen, dass die Karriere von René Benko zwingend vorbei sein muss. Also sein Privatvermögen bleibt weiterhin unangetastet, auch eine Sache, über die man diskutieren könnte. Donald Trump war mehrmals insolvent und ist immer noch quasi als schillernder Multimilliardär in irgendeiner Form aufgetreten. Also ich glaube, das ist eine sehr vielschichtige, man kann aber schon auch dafür sein, dass eine Insolvenz einen Unternehmer nicht dauerhaft vernichten muss. Das ist ja auch gut. Genau, absolut. Aber wenn ich mir davor anschaue, dass derselbe Unternehmer sich die Filetstücke eines Konzerns herauslöst, diese Konzerne aufteilt, mit dem einen Stück fette Gewinne macht und sich die auch auszahlt und quasi auch auf Steuerstundungen sitzt, die wir alle fünf, die hier sitzen, mit unseren Steuern auch finanzieren. Ich glaube, ich hätte sinnvollere Betätigungsmöglichkeiten für meine Steuern als die Kasse von René Benko. Dann sind das schon Dinge, über die man in dem Fall auch diskutieren muss. Wenn es ganz konkret darum geht, hier auch im Insolvenzrecht Lücken zu schließen, um damit auch die Lehren aus dieser Causa Benko zu ziehen, nicht nur auf der Ebene der Medienpolitik, sondern auch sehr konkret, wenn es darum geht, wer kann sich in Österreich eigentlich die Regeln machen und wer nicht. Bleiben wir noch mal vom Konkreten aufs Allgemeine, Herr Nowak. Jetzt haben wir Medien und Politik gemeinsam in der Meinung der Bürger keine besonders hohen Werte, schon seit längerer Zeit. Ist das, was jetzt passiert ist, noch mal dazu geeignet, das irgendwie weiter zu untergraben? Ist das eine Vertrauensfrage auch in der Bevölkerung? Also ich glaube tatsächlich, dass das für die Politik, ja. Ich glaube, dass das für die Medien jetzt kein so großes Problem darstellt. Ich glaube, für die Medien war eine Phase wie Covid, und da sind Sie ja, glaube ich, ein lauter Rufer in der Wüste gewesen, dass die Medienarbeit oder unsere wie wir umgegangen sind mit den Themen zum Teil, und das doch alle relativ ähnlich, weil die Situation war, wie sie war, dass das mehr Misstrauen der Bevölkerung, Teilen der Bevölkerung hervorgerufen hat, als jetzt diese Geschichte. Also die Politik, sie ist jetzt mehr betroffen, würden Sie sagen, dass das dann auch Auswirkungen auf den Wahlkampf? Ja, auf jeden Fall. Dafür sorgen zwei Urschüsse, vor allem einer, der versucht werden wird, das alles in Richtung ÖVP zu drehen und sagen, also es ist eigentlich ein ÖVP-Skandal, der Fall Benko. Dann wird die ÖVP natürlich versuchen, es ist eigentlich ein SPÖ-Skandal, weil der Herr Gusenbauer Millionen verdient hat und in zwei sozusagen, also zentralen Positionen gesessen ist, dann werden sogar manche versuchen, die Susanne Ries-Basser zur freiheitlichen Politikerin zurück zu branden, was sie, glaube ich, ablehnen wird und die Freiheitliche Partei besonders. Das wird einfach ein sehr unschöner Wahlkampf werden und deswegen wird das natürlich allen Parteien schaden. Ich würde mal aus heutiger Sicht sagen, mit einer Ausnahme Herbert Kickl. Und würden Sie sagen, dass es auch, weil das wird ja doch wahrscheinlich zu Recht auch nicht so wenig diskutiert, dass man sagt, das ist irgendwie die Großen richten sie es und die ÖVP schaut nur auf die Interessen der Reichen. Jetzt hat die SPÖ natürlich auch ein Problem, weil tatsächlich Alfred Gusenbauer, also ehemaliger Vorsitzender und Bundeskanzler, nicht nur, wie man sagt, Millionen verdient hat, sondern eben auch als Aufsichtsratsvorsitzender dort eine nicht ganz unwesentliche Rolle spielt. Haben Sie die Befürchtung, dass das Ihrer Partei in der bevorstehenden Wahlauseinandersetzung schaden kann? Ich glaube, dass es viele Punkte gibt und viele Forderungen gibt, die für die DNA auch der sozialdemokratischen Bewegung steht. Dass das, was Alfred Gusenbauer da tut, jetzt wahrscheinlich nicht förderlich ist, steht außer Streit. Parteichef Babler hat da auch sehr klare Worte gefunden, aber ich denke nicht, dass das in weiterer Folge und jetzt groß davon aufhalten wird, mehr Gerechtigkeit in Österreich einzufordern. Ich will aber schon auf einen Punkt auch noch hinweisen, den der Herr Nowak da gerade erwähnt hat, in Bezug auf die Urschüsse, um da zu versuchen, quasi jetzt schon eine Schlammschlacht irgendwie herbeizusehnen, die nicht da ist und die auch in der Form niemand vorhat. Weil man muss schon sagen, der Untersuchungsausschuss, der sich quasi
unter Anführungszeichen, wie Sie es vielleicht formulieren würden, gegen die Praktiken der ÖVP richtet, hat ja vor allem eine Sache zum Ziel, nämlich aufzudecken, wie eigentlich während der Corona-Zeit Geldflüsse intransparent geflossen sind und wo eigentlich dieses massive Steuergeld, das da während Corona aufgewendet worden ist, um diverse Unternehmen, die ohnehin Profite gemacht haben, trotzdem weiterhin zu stützen, wo das hingeflossen ist. Und ich glaube, das hat weniger mit einem dreckigen Wahlkampf zu tun, als mit... Jetzt muss ich eines sagen, also ich glaube, oder ich vermute, würde es anders sein, würde Sebastian Kurz, der Aufsichtsratsvorsitzende nach seiner Kanzlerschaft in der Signa gewesen sein und ähnlich agiert haben wie Alfred Gusenbauer, dann hätten sie es wahrscheinlich mit, wenn irgendein ÖVP-Politiker hier säße und sagen, ja, aber der neue Parteichef hat sich eh distanziert und das war es, sich nicht sehr leicht zufrieden geben, oder?